Hi, meine kurzen Willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video soll es darum gehen, wie ihr aus so einen Skin bekommt. Genau. Und ja, das werden wir heute in diesem Video erstmal machen. Und als allererstes erstellt ihr über dem Skin eine neue Ebene in Transparent. Die könnt ihr dann irgendwie benennen. Ich lasse sie jetzt einfach mal so, wie sie jetzt ist. Heißt einfach jetzt Ebene. Ist jetzt auch egal. Dann wählt ihr einen Pinsel aus und macht den mal auf Größe. Was bietet sich an? 25, also ungefähr ein bisschen größer als so ein Pixel. Ja, so passt. Dann da oben wählt ihr Weiß aus und dann zeichnet ihr die Stellen, die ihr glänzend haben wollt, so grob nach. Und ja, keine Angst, es sieht jetzt noch maximal scheiße aus, aber das wird sich da noch ändern. So, hier noch ein bisschen. Die Augen mache ich jetzt einfach mal nicht glänzend. So. Und wie gesagt, das sieht dann nachher gleich wieder besser aus. Na, ah, das war jetzt nicht gut. So einfach grob, dass das alles übermalt ist. So, und dann habt ihr die Ebene und dann geht ihr da oben beim Modus auf Überlagern. Und dann sieht das Ganze jetzt schon ein bisschen glänzend aus. Ich mache das jetzt mal aus und wieder an. Da. Man sieht einen deutlichen Unterschied, würde ich mal sagen. Dann könnt ihr jetzt einfach auch Rechtsklick auf die Ebene machen und nach unten vereinen. Und ja, genau, jetzt sieht das Skin aber immer noch ein bisschen blass aus und naja, man könnte es so lassen, aber ich würde es noch weiter bearbeiten. Man könnte jetzt hier auf Farben und auf Kurven gehen und so, dann machen wir hier mal eine kleine S-Kurve. Das kann man hier einfach individuell einstellen, deswegen wähle ich immer die Kurven, weil man es da halt besser steuern kann, finde ich. Oder individueller einstellen können, wie ich halt schon gesagt habe. So, und jetzt könnt ihr den Skin halt so machen, wie ihr den halt hinbekommen wollt. Hier unten kann man den ein bisschen dunkler machen. So würde ich ihn jetzt nicht machen. Und oben bei den Punkten ein bisschen heller. Und hier kann man dann, wenn man den Haken wieder rausmacht, kann man sich angucken, was sich da jetzt schon verändert hat. Und ja, ich würde sogar sagen, ich mache vielleicht noch die Helligkeit einen Ticken hoch. Vorschau. Genau. Und so sieht der dann schon mal, finde ich zumindest, viel cooler aus. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier oben noch irgendwie eine Sonne hinmachen, dass das Licht halt von da kommt, wie man hier auch schon schön sieht. Und dann braucht man natürlich auch noch einen kleinen Schatten. Deswegen wählt man jetzt einfach hier den Skin aus. Und genau. Geht dann da drauf. Erstellt eine neue Ebene. Keine neue Ebene erstellen, sorry, geht auf Ebene duplizieren und macht bei der Ebene, die dann ausgewählt ist, einen Schlagschatten. Ich mache es nur so, dass ich das auf 100 ziehe, Größenänderungen zulassen, dann müsst ihr den Haken rausmachen und dann passt es. Und dann kann man jetzt einfach hier noch hingehen und sagen, jo, hier den Schatten wegmachen. Hier war er aber halt schon vom Skin, den habe ich da mit ausgeschnitten sozusagen, weil ich hole mir die immer von Overskin. Und dann könnt ihr jetzt hier, wenn ihr euch das zurechtgezogen habt, einfach den Schatten wegradieren. So, wo ihr ihn nicht haben wollt, deswegen haben wir es ja dupliziert, damit ihr dann nicht den Skin wegradiert. Und ja, so habt ihr dann einen Skin, wo die hellen Stellen leuchten, der ein bisschen cooler aussieht und den Schatten hat. Jo, dann würde ich sagen, das war's mit dem kleinen Tutorial-Video und tschüss. Kommst du denn?